Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück hier auf Testobüffel TV. Mein Name ist Flo. Und heute begrüße ich euch zur mittlerweile dritten Folge des Fatal SBC Turniers. Und ihr seht hier unseren Starspieler nochmal und was viel wichtiger ist, ihr habt es im Intro gesehen, ihr habt euch für zwei Spieler entschieden. Zum einen Azpilicueta von Chelsea, der Spanier, in der Innenverteidigung und auf der Rechtsverteidigerposition. Neben Valencia wohl die beste Rare-Karte auf der Rechtsverteidigerposition. Kyle Walker. Die beiden sollen uns jetzt hier unterstützen, bilden hier quasi momentan die starke Defensivseite. Auf der anderen Seite dann aktuell mit zwei Silberspielern nicht mehr ganz so toll. Aber ja, wie gesagt, wir gehen ganz kurz rein. Ihr seht hier für einen Innenverteidiger 78 Antritt und 79 Sprintgeschwindigkeit. Sehr, sehr stark für einen Azpilicueta. Reaktion ist gut, Manndeckung, Zweikampf und Grätsche. Abfang ebenfalls. Und Ausdauer von 88. Wir haben hier dann am Start Mittel-Arbeitsraten. Ja, könnte vielleicht die Defensivrate nochmal ein bisschen stärker sein, aber geht auf jeden Fall in Ordnung. Genauso wie der zweite Spieler und den sehen wir jetzt hier, Kyle Walker, Hoch-Mittel-Arbeitsraten. Ja, viel in der Offensive mit dabei, wo Valencia vielleicht doch nochmal ein bisschen besser gewesen wäre. Aber ihr habt euch entschieden, wir gehen auch hier ganz schnell rein. 86 Antritt, 93 Sprintgeschwindigkeit, dann faire Zweikämpfe 84, Grätsche 83, Ausdauer 90, Sprungkraft 83 und Schusskraft geht auch vollkommen in Ordnung mit 86. Ist jetzt nicht so der beste Spieler, um Tore zu schießen, aber ich denke, mit ihm können wir viel über die Flanken arbeiten. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit mehr und schauen, dass wir den ersten Gegner finden. Und ich hoffe natürlich, dass das gut anfängt und wir sehen, wie wir uns im ersten Spiel schlagen. Ab geht's! Und während wir jetzt den ersten Gegner suchen, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr dieses Video positiv bewertet und mir zeigt, dass euer Hype immer noch genauso da ist wie am Anfang. Ich habe mega Bock, auch wenn die letzte Folge dann nicht ganz so toll verlief, aber ich denke, diesmal können wir hier auf jeden Fall ein paar gute Dinge holen. Und ja, so viel sei noch dazu gesagt, jetzt geht's wirklich ab. Mal sehen, ob wir einen Gegner finden. Wie gesagt, Däumchen, wie sagen so viele, wären Träumchen, genau. Und wenn ihr da auch der Meinung seid, lasst mich gerne wissen. Mal sehen, vielleicht könnt ihr live dabei sein. 89, aber die Verbindung verloren. Mal sehen, wie lange das geht. Wir sehen uns dann, wie gesagt, beim ersten Gegner. So, nach ewig langer Suche ist endlich unser Gegner auch gefunden. Er kommt mit einem Bundesliga-Team hier an den Start. Ja, sieht auf jeden Fall richtig gut aus mit einem Sandro Wagner, Path to Glory, mit Batshuayi in Form und Max Kruse als in Form. Batshuayi ist natürlich wants to watch, aber ja, in zwei Karten, zwei Versprecher, das ist typisch Testobüffel TV, wo hier jetzt auch schon wieder fast ein Versprecher aber da war. Ganz egal, wir konzentrieren uns jetzt aufs Spiel. Das Team, denke ich, machbar, je nachdem, wie gut der Gegner spielt. Deswegen versuche ich es hier als erstes auch mal auf Offensiv. Ich würde sagen, wir starten rein und sehen uns dann bei den Highlights. Nein, oh. Riesenglück, Joe Hart. Springt er am Ball vorbei? Ja, was ist denn mit unseren Spielern los? Also, Gegner verdammt stark. Hier der Abpraller, Hart, wieder... Oh mein Gott, was ist denn hier gerade los? Wow. Okay, jetzt ist das Glück wirklich ausgereizt. Ach du Heilige. Der Gegner meldet hier auf jeden Fall mal die Pause an. Mal sehen, ob was passiert. Also ich hoffe mal nicht, dass er hier Rage quitten wird, weil es ist echt ein intensives und gutes Spiel. Also, ja, er spielt gut. Ich habe hier wirklich zu ackern und... Trotzdem komme ich immerhin wieder mal zu meinen Chancen. Jetzt hier schlecht verteidigt. Ey, das kann doch nicht sein. Ich sag's noch, ziemlich schlecht verteidigt. Und dann kommt Corentin Tolisso. Macht hier das 1:0 für den Gegner. Aber jetzt die Pause natürlich, weil sie davor angemeldet war. Jetzt mal sehen. Macht der Gegner weiter, aber ich denke schon. So, macht er also weiter, aber der Ball rollt wieder. Und jetzt müssen wir bei so einem starken Gegner auch noch dem Rückstand hinterher rennen. Das ist bitter. Diesmal gut gemacht von Hart, das zweite Mal auch gut. Jungs, ich bin verdammt ruhig, ich weiß es, aber wirklich, der Gegner ist auch verdammt stark. Das sieht man auch hier. Spielt's da nochmal durch, warum gehen wir denn da nicht hin? 2:0 und das vor der Pause. Absolut unglaublich, aber gut, wie gesagt, der Gegner spielt sehr, sehr stark. Hat ein solides Team und macht's dann auch verdammt gut, auch wenn mein Riedewald da nicht so wirklich zum Ball wollte. Halbzeit. Jetzt auch direkt im Anschluss, wir können uns gerne mal die Statistik angucken. Ich weiß nicht, wie viel davon zu gebrauchen ist, aber wir sehen es. 2 Tore, 8 Schüsse, 7 Schüsse aufs Tor. Also der Gegner verdammt dominant und das, ja, gestehe ich mir auch gerne ein. Minus 20k der aktuelle Spielstand bzw. Punktestand. Ab geht's in die zweite Halbzeit. Vielleicht noch mit dem einen oder anderen Quäntchen Glück, um dann hier unser Tor vielleicht auch noch zu machen. Aber jetzt wirklich auf defensiv stellen, weil der Gegner wirklich verdammt stark ist und einfach damit wir keine Gegentore mehr kriegen. Da ist dann Firmino, der macht wenigstens noch hier den Anschlusstreffer. Mit ein bisschen Glück kommt er hier an den Ball. 2:1, 10k plus. Das bedeutet, wir sind nur noch minus 10k. Also, ja, wir kommen hier langsam wieder Richtung 0. Starkes Ding von Roberto Firmino, wie ihr es auch immer aussprechen wollt. Bobby hat's gemacht. Jetzt nur nicht hier direkt nach Wiederanpfiff. Kein dummes Ding. Sehr schön, einfach nur gestellt, den Körper rein. Und dann haben wir den Ball auch wieder. Ey, das gibt's nicht. Diese Schüsse aus der zweiten Reihe, so unnötig. Wirklich. Also, vor allem so flach. Was war denn da los, ey? Oder der Hart ist einfach ein Fliegenfänger. Naja, egal. Wieder minus 20er. Ja, gegen den Gegner. Wie gesagt, er spielt verdammt gut. Er lässt eigentlich auch hinten kaum was anbrennen. Ja, ich komme kaum zu Torchancen, deswegen hier auch schwierig, die ganze Sache irgendwie wieder auszugleichen. Dann leckt es noch hin und wieder mal. Gerade in Angriffspassagen natürlich mega ärgerlich. Aber naja, was soll's, spielen wir einfach ganz normal weiter. Naja, natürlich. Schön hart, schön. Klar, natürlich. Ach, zum Glück war es abseits. Kingsley, come on. Come on, steht hier im Abseits. Och, zum Glück. Das wäre so ein typisches EA-Tor gewesen, genauso wie dieser Abschlag. Überragend. So, Jungs. Das Spiel ist vorbei. 3:1 nach 90 Minuten. Aktueller Spielstand oder Coinstand minus 20. Der Gegner war verdammt gut. Wirklich, war richtig, richtig heftig. Wir kommen hier zwischenzeitlich noch ran. Dann haben wir Glück, dass wir nicht so ein Dreckstor bekommen. Er hat gegen Schluss dann auch wirklich angefangen, richtigen Schrott zu spielen. Aber wir sehen es hier. Aber klar überlegen. Ich hatte gar keine Chance gegen ihn. Deswegen geht das auch vollkommen in Ordnung. Jetzt müssen wir den Gegner kriegen, der uns vielleicht nochmal ein bisschen Coins rausbringt. Zumindest 10k. Man kriegt schon so gute Spieler für 10k irgendwie. Naja, wir gehen rein ins zweite Spiel und sehen uns dann wieder. So, Jungs, ich bin ehrlich. Ich musste mir nach diesem Hammergegner eine Pause gönnen. Und hier geht's genauso weiter. Ein ziemlich interessantes Team. 80 sein Rating, wird verdammt viele Bronze-Spieler auf der Bank haben. Hat aber ein geiles Team mit Aphobe, mit Chamberlain auf rechts. Ich hoffe natürlich, dass es besser läuft, aber es sieht nicht danach aus. Ach du Heilige. Maria Gottes. Jungs, wünscht mir Glück. Das wird verdammt schwer. Auf geht's ins zweite Spiel. Mal sehen, wie der sich so spielen lässt. Oh, der Gegner ist auch verdammt gut und das merkt man auch. 0:1 nach 6 gespielten Minuten. Wir sind gerade in der 7. Minute. Mahrez war es, der hier den Führungstreffer macht. Der Gegner ist auch verdammt gut, Jungs. Wir haben gar kein Glück mit unseren Gegnern. Also, ja, er hat natürlich ein krasses Team und die Skills. Aber jetzt, ja, hilft alles nichts. Kommt schon, Grey, nein! Oh, Jungs, er meldet die Pause an, aber... Och, Mann, das ist mit Glück, geht er da hinten durch und dann setzt er den so vorbei. Grey hatte hier den Ausgleich auf dem Fuß. Oh, Mann. Was macht denn der Gegner? Egal. Wir schauen, wie es weitergeht. Mit Glück, Henderson. Henderson, kommt schon, schade, Begovic ist da. Schöner Abschluss. Aphobe, komm schon, nein. Begovic ist einmal da, aber Aphobe immerhin hier mit dem Ausgleichstreffer. Bedeutet natürlich aktueller Spielstand immer noch minus 20k. Jungs, es läuft wirklich nicht gut, aber hier in der 45. Minute mit ein bisschen Glück und mit Nachdruck kommt Aphobe hier zum Abschluss. Naja, egal, jetzt müssen wir es so hinnehmen. Ich denke nicht, dass wir gegen ihn hier noch 2 Tore schießen. Ich denke eher, dass wir noch was, ja, nach dieser Halbzeit noch dagegen kriegen. Diesmal sind wir schon dran. Wir haben hier 3 Schüsse aufs Tor. Der Gegner hat 2, dafür 5 insgesamt. Er hat richtig starke Spieler. So ein Mahrez darf man halt auf keinen Fall zum Schuss kommen lassen. Aber wir schauen uns die zweite Halbzeit an. Vielleicht schaffen wir es ja hier noch 3 Tore zu schießen. Das wäre verdammt wichtig, aber Jungs, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das wird mit Abstand die schlechteste Folge, die es jemals beim Fatal gab. Aber was soll ich euch das auch vorenthalten? Wenn ich scheiße spiele, spiele ich scheiße. Und jetzt genug geredet. Wir schauen rein in die zweite Halbzeit zu den Highlights. Drückt mir die Daumen. Mal sehen, was noch passiert. Nein, das ist doch... Ach komm schon, Azpilicueta, sei doch ein bisschen cleverer, Mann. Stell doch da nur im Körper rein, aber nein. Ach. Ey, wenn wir den halten... Ich habe so ein ganz dummes Gefühl, dass der Gegner wahrscheinlich auch Elfmeter schießen kann. Er kommt mit Wilson, mal sehen, was passieren wird. Wo geht der hin? Er jagt in den Winkel. Stark. Jetzt wieder bei minus 30 Grad, Jungs. Diesmal wird es nichts mit Upgrades. Ja. Ist so. Stark geschossen. Ah. Stark gespielt. Ja, 1:3, Jungs. Ich sag gar nichts mehr dazu. Seht euch das Elend einfach zu Ende an. Vielleicht nochmal die Chance durch Grey, aber ja, doch immerhin mal 2:3. Aber wir brauchen immer noch, was haben wir denn jetzt? 3 Gegentore im ersten. Na egal, Jungs, ihr seht's oben. Immerhin hier mal noch ein Anschlusstreffer durch Grey. Henderson immerhin den Ausgleich in der 85. Minute. Aber um hier überhaupt auf 0 zu kommen, ja, müssten wir noch 2 Tore schießen. 3 wären ideal, um hier wenigstens noch 10.000 rauszuholen. Aber Jungs, sind wir ehrlich, das machen wir nicht mehr. Ja, natürlich. Ey, wo geht denn meine Defensive dahin? Ach Mann, du. Guck mal, jeder konzentriert sich auf diesen einen Spieler. Keiner interessiert sich dafür, was im Rückraum passiert. Und dann kriegen wir halt natürlich direkt danach auch den Ausgleichstreffer wieder. So hätten wir es vielleicht in die Verlängerung noch geschafft. Vielleicht schaffen wir es ja immer noch. Aber ja, da habe ich zu lange gewartet. Kommt schon irgendwer, der Ausgleich. Immerhin der Ausgleich, Jungs. Die Hoffnung ist noch da. Die Hoffnung ist noch da. Auch wenn wir immer noch minus 20.000 aktuell stehen. Aber vielleicht uns in die Verlängerung retten und da dann safe durchziehen. Ja, die Verlängerung, da sind wir auf jeden Fall. Also verdammt ausgeglichenes Spiel. Wir sehen es hier. Beide gleich 4 Tore, gleich viel Schüsse aufs Tor. Ja, und somit steht es 4:4. Ab geht's in die Verlängerung. Der Gegner hat den Vorteil, er kann wechseln. Wir nicht. Und jetzt heißt es hier nochmal 2 Tore machen. Nochmal volle Offensive. Wir haben es immerhin geschafft. Ja, hier uns nochmal in die Verlängerung zu retten. Das Boki. Zweiter Pfosten. Komm schon. Nein. Ja, Henderson. Sehr schön. Nur noch 5.000 im Minus. Nur noch 5.000 im Minus, Jungs. 5:4. Wow. Jungs. Ich habe mir noch nie so den Arsch aufgerissen wie in dieser Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Puh. Und jetzt heißt es natürlich, die letzten 5.000, die wir im Minus sind, noch irgendwie aufzuholen. Puh. Am besten nochmal durch ein Tor von Henderson, dann müssten wir theoretisch 10.000 im Plus sein. Aphobe, komm schon, nein, schade. Hier nochmal die Riesenchance gehabt und Begovic ist dann aber am Start und hält das Ding fest. Vielleicht über den Eckball Henderson. Was? Ja! 6:4, Jungs! 6:4, 5.000 im Plus nach so einem Katastrophenspiel. Hier in der Nachspielzeit in Führung gegangen und mein DualShock-Controller ist fast leer. Ihr seht's hier, das soll uns jetzt nicht aufhalten. Sehr schön, 5.000 im Plus. Ach du Heilige. Einfach den Ball jetzt vom Tor weghalten, Jungs. Puh, nach dieser Katastrophenfolge 5.000 plus gemacht. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ich schaue nochmal durch, aber es müsste alles regelkonform sein. 5.000 plus, boah, mit Biegen und Brechen aus 2 Spielen hier geholt. Ach du heilige Maria Gottes. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir alle ein bisschen runter und dann sehen wir uns zur Pause gleich wieder. Ach. Mein Herz ist ein bisschen am Rasen, aber wir haben es nochmal gut gedreht. 6:4 heißt hier. Sehr schön. So Leute, und da sind wir auch zurück. Ihr seht im Hintergrund die Mannschaft, mit der wir es jetzt gerade richtig, richtig schwer hatten. Henderson und Aphobe haben das Ding hier doch nochmal irgendwie perfekt gemacht, um hier wenigstens 5K rauszuspielen. Das ist natürlich gar nichts, aber immer noch besser als später mit eventuellen Silberspielern anzutreten. Und deswegen habe ich mir jetzt hier eine Paarauswahl gedacht. Ich habe mir zwei Spieler ausgesucht, und zwar zum einen jeweils einen Stürmer und jeweils einen Linksverteidiger, einfach weil Sudna ziemlich langsam hier ist für einen Linksverteidiger und weil Aphobe halt auch nicht so der stärkste ist hier. Und die beiden Spieler stelle ich euch jetzt vor, und wir sind jeweils ja, knapp bei 5K, und zwar Paar 1, Gabriel Jesus, die 81er Variante, kostet knapp 2,5K aktuell, beziehungsweise knapp 3, plus Alberto Moreno von Liverpool ist zwar defensiv nicht so krass, aber mit seinen Pace-Werten dafür viel zu stark, beziehungsweise ziemlich überragend, macht das dadurch wieder gut. So, jetzt stimmt das Satz dann auch. Und als Paar 2 dann Jamie Vardy und Danny Rose. Ich denke, wir haben einmal einen besseren Stürmer mit Jesus und einmal einen besseren Verteidiger mit Danny Rose. Jetzt liegt es an euch, entscheidet ihr, welches Paar soll es werden. Und danke natürlich fürs Zuschauen, und vielleicht habt ihr genauso mitgefiebert wie ich. Und ja, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare, würde mich natürlich mega freuen. Und ja, jetzt würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid und sagt, ha, so Schwitzer Games möchte ich gerne öfter sehen, ja, dann dürft ihr natürlich gerne abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, und bis dahin haut rein und macht's gut.